Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. So, wir machen mit der Quest Shadias Ruhe weiter. In der letzten Folge hatten wir das Krokodil getötet. Und jetzt schauen wir doch mal, wie es jetzt hier weitergeht. Wir müssen ja dann bald wieder Aufträge für die nächsten hochrangigen Ziele bekommen, sozusagen. So, das ist kein Sperrgebiet auf jeden Fall. Schon mal gut. Und da sind sie auch schon. Was ist hier los? Mein Freund, du bist hier. Ein Glück. Wer ist das? Wo ist Renut? Mein Weib ist, wo immer sie auch ist, kalt und reserviert. Das ist Vergangenheit. Sie wollte gerade gehen. Du bist ein Schwein. Ich hab mich eh gelangweilt. Danke für den Wein. So ein Schlingel. Will die abfüllen oder was? Unten am See. Ich bring dich zu ihr. Lass mich wissen, wenn du soweit bist. Ja, gleich. Ach. Na los, egal. Bitte Fress, was soll das? Was denkst du dir? Du wirst alles verlieren. Ich weiß, ich weiß. Ich bin momentan vollkommen nutzlos. Dann sei nicht mehr nutzlos. Sei grimmig. Nimm dein Schwert und fang an zu kämpfen. Genau. Ich habe schon lange kein Schwert angefasst. Ich bin nur an der ganzen Sache beteiligt, weil Apollodorus es quasi verlangt hat. Er meinte, wir wären alle durch eine Verschwörung gefährdet. Und jetzt ist Shadia tot. Etwas Großes passiert. Du hattest recht zu helfen. Es war eine Dummheit. Ich wollte es gar nicht. Renut bestand darauf, es sei unsere Pflicht. Wenn ich nicht auf sie gehört hätte, würde Shadia noch leben. Da vorne wird sie sein. Wir haben einen Schrein am Wasser gebaut. Shadia liebt das Wasser. Wir füttern jeden Abend die Fische. Ich meine, sie liebte Vergangenheit. Ja, da vorne ist er schon. Oder? Ja. Renut, schön dich zu sehen. Renut? Das ist aus ihr geworden. Ich weiß, was helfen könnte. In Siva gibt es ein Ritual für den Übergang unserer Liebsten. Was dagegen? Versuch es. Ich brauche noch etwas dafür. Ich komme bald wieder. Ich habe, was ich brauche. Du tust, was dir gesagt wird, du fauler Hund. Wenn du mehr Korn brauchst, bau mehr an. Das ist nicht mein Problem. Hauptmann! Renut, nein! Lass das! Ich weiß, dass du kein Korn von diesem Bauern erpresst. Denn das verstößt ja bekanntlich gegen mehrere ägyptische Gesetze. Als Amtsträger im Fayum wissen wir das beide. Oder nicht? Wir werden uns wiedersehen. Versprochen. Und gleich killen, eigentlich. Gleich umlegen. Mein Gatte. Wir müssen unsere Trauer abschütteln. Andere dürfen nicht auch noch leiden. Nicht, wenn wir es verhindern können. Du warst auch einst ein Kämpfer. Es ist wieder Zeit zu kämpfen. Du siehst das Verderben doch selbst. Es ist niemand da, der das Volk beschützt. Es ist noch nicht vorbei. Okay, dann müssen wir den Hauptmann killen. Das war ja bestimmt eh der. Dann nehme ich schon mal umlegen. Machen wir einen Giftfall.
Right decision, Gareth. Warum haben wir diese ägyptische Kuh nicht getötet? Oh, keine Sorge. Der Kommandant hat etwas ganz Besonderes mit ihr vor. Ich kenne diesen Typ. Stolz. Oh, ist 32. Sie hält sich für unberührbar. Mal sehen, wie stolz sie ist, wenn wir ihr die Zunge rausschneiden. Mann, du kannst du diese Vorteil. Vorteil. Alter Schwede! Alter Schwede! 32? Oh, der macht viel Schaden. Können wir denn irgendwie einen Attentat machen oder so? Das ist fast ein bisschen zu hoch noch. Aber mir gefällt, haben wir gar nichts gebraucht bei dem. Schauen wir mal, ob ich da noch irgendwas anderes skillen könnte. Schlafpfeile. Giftpfeile. Ja, das wird mir nicht viel bringen. Gib den Weg frei! Warum haben wir diese ägyptische Kuh nicht getötet? Oh, keine Sorge. Da stimmt doch was nicht. Die kämpfen immer für irgendwas, solange sie freudestrahlend dafür stehen. Aus dem... Hier kommt keiner lebend raus. Verlass dich drauf, Vilas. Verdammt, wir müssen aufholen! Beschütze den Kyrian! Alter, es kann ja nicht sein, dass du mir auf einen Schlag fast down macht. Alter Schwede. Ne, den kriege ich noch nicht. Der ist so ein bisschen zu stark. Probier mal, ob der
der Adler den irgendwie angreifen kann? Okay, den hätten wir. Hey, was? Den schlitze ich auf! Alter. Missgeburt. Okay. Will noch plündern. Ein Rangabzeichen. Es ist mir unbekannt. Vielleicht weiß Hutefress mehr. Okay, auf zu Hutefress, ha? Mit dem Bogen ging's dann doch wieder. Es gab die Befehle. Das ist noch nicht vorbei. Du lebst? Klar. Jetzt sind sie tot. Ich beneide sie. Tja, es musste wohl sein. Eine andere Sprache verstehen diese Soldaten nicht. Da ist mehr. Der Hauptmann hatte Befehle. Er trug dieses Rangabzeichen. Erkennst du es? Ja, das ist nicht gut. Es stammt aus der Bubastos-Feste im Osten. Sie wird von einem Malakia geführt, der sich für unbesiegbar hält. Ach, Renut hatte recht. Die Bevölkerung wird leiden, wenn wir nichts tun. Bayek, ich bitte dich nur ungern. Aber wir brauchen Hilfe. Die kriegst du. Doch zuerst muss ich etwas anderes tun. Ich kehre bald zurück. Okay. Shadia, mein Lotus. Niemand soll mehr so leiden müssen wie du. Das schwöre ich. Auf Wiedersehen, meine Kaulquappe. Kaulquappe? Okay, dann wäre das auch getan. Ein paar EP wieder. Wenn wir das auf Stufe 29 kommen. Eieiei, knapp. Kampf ums Fayim. Okay. Es ist wahr. Die Soldaten waren nur der Anfang. Dieser Kommandant ist ein Problem. Wir brauchen mehr Informationen. Wie weit geht diese Korruption? Sie könnte bis in Ptolemäus' innersten Kreis reichen. Wir können keinem Philakis trauen. Das schaffen wir nicht allein. Wir brauchen das Fayum. Die meisten Bauern schweigen aus Angst vor den Soldaten. Doch sie sind aufgebracht.
Es wird nicht schwer, sie zu überzeugen. Ich spreche mit dem Bauern, den der Hauptmann bedroht hat. Wir verbreiten das. Okay, sprich mit dem Bauern. Schauen wir doch mal, ob wir einen Aufstand anzetteln können. So, hier ist der Bauer. Seni, ich weiß, was Sie getan haben. Nebet Renut riskiert sehr viel. Ich weiß zu schätzen, was sie getan hat, aber es wird nichts ändern. Tut mir leid, aber ich muss arbeiten. Ich muss eine Menge Feuer entzünden. Dann lass mich helfen. Wie soll ich das Feuer entzünden? Ah. Warte mal, wir haben noch hier den. Wir haben ganz vergessen. Was machst du da? Deine Feuer entzünden. Du gibst nicht auf, oder? Reh wird deine Felder fruchtbar machen, Seni. Okay. Es wird Zeit, sich gegen die Soldaten zu erheben. Hotefress kämpft mit euch. Hotefress? Der hat uns doch längst aufgegeben. Sein Vater war ein guter Mann. Gab seinem Sohn einen ägyptischen Namen. Dafür haben wir ihn geliebt. Doch er konnte ihm kein ägyptisches Herz geben. Hotefress bedeutet zufrieden in unserer Sprache. Doch das war er nie. Er überließ uns den Hyänen und Krokodilen. Doch Krokodile können besiegt werden. Der Hauptmann ist schon tot. Erhebe dich, Seni. Verbreite es. Du hast den Hauptmann getötet? Oh, du bist des Wahnsinns. Nun gut. Wenn ihr wirklich entschlossen seid, bin ich dabei. Okay. Ich sage es allen, Seni. Aus dem Weg! Gib den Weg frei! Ich wollte mal schauen, gibt es hier irgendwo, hier wird es einen Schmied geben. Müssen wir später auf jeden Fall nochmal hinschauen, weil ich wollte eigentlich meine Waffe mal upgraden. Hier hätten wir schon was anderes. Langsam. Hier können wir gar nichts machen. Hier fehlen uns noch zwei so Krokodil heute. Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Ich meine, ich wusste, dass es Probleme gibt. Aber doch nicht so. Das ist meine Schuld. Ich wollte nie die Verantwortung für das Fayum. Ich wollte dieses Amt nicht erben. Ich wäre lieber auf meinem Schiff als Abenteurer. Und nun
merke ich. Ich lebe noch. Und aufgeben ist eine Entscheidung. Sie sind in der Villa. Geht nach hinten. Du, komm mit mir. Soldaten! Okay, will man... Wo bist du, Malakir? Verteidige die... Wir müssen reden. Die Entscheidung wurde mir abgenommen. Komm, Bruder. Reden wir mit ihnen. Mit unserem Schwert. Ja! Hey! Ich gebe dir Deckung. Und es ist schön, dass du wieder da bist, Bruder. Kommt her und sterbt, ihr Hunde! Er hat ein Schwert! Packt ihn! Dein Fehler, alter Mann. Wenn du Blut vergießen willst. Ey, du kämpfst gut für jemanden im Ruhestand. Geiles Schildert, ja? Das habe ich gesehen. Aber es wird nicht reichen. Es werden einfach noch mehr Soldaten kommen. Ich habe mehr als einen starken Schwertarm geerbt. Ich heuere eine Privatarmee an, wenn es sein muss. Ich habe eine bessere Idee. Bayek, kannst du mich auf einer kurzen Reise begleiten? Klom! Oh. Geh halt. Ich bin bereit. Gehen wir. Ihr zwei seid ein gutes Duo. Rote Fress hat sein Feuer noch nicht verloren. Du bist stolz auf ihn. Ich habe den Mann zurück, den ich geheiratet habe. Jetzt sind wir schon wieder an der gleichen Stelle mit den Pferden. In der Nähe ist ein Rebellenlager. Es liegt östlich von hier, bei der Bubastos-Feste. Wir treffen uns mit ihnen. Rebellen? Wird uns das nicht den Zorn Alexandrias einbringen? Die Intrige ist Alexandria nicht fremd, Magi. Manchmal muss man Zugeständnisse machen für Informationen oder Geleitschutz. Solche Allianzen sind üblich, auch wenn man es offiziell nicht zugibt. Okay. Wir können jede Hilfe gebrauchen, würde ich sagen. Stella, Bitch, zieh! Aus dem Weg! Schnauze! Lager ist direkt voraus. Oh. Seien wir vorsichtig. Die Rebellen sind nicht als gastfreundlich bekannt. Sie wissen Bescheid. Wir werden erwartet. Ich bin Chenut. Ich habe unser Kommen aus Philadelphia angekündigt. Wir brauchen Hilfe. Ihr vergeudet eure Zeit. Wir können leider nichts tun. Wir bitten hier nicht um Almosen. Wir bieten euch Proviant, Vorräte und Informationen. Und im Gegenzug verlangen wir nichts außer dem Schutz unseres Volkes. Wir können euch nicht helfen. Unser Anführer geriet am Damm in Gefangenschaft. Dann können wir vielleicht euch helfen. Das ist Bayek von Siva. Yeah. Das ist Bayek von Siva? Wir haben von der Sache in der Arena gehört. Du hast die Gallier verprügelt wie ein Wahnsinniger. Und ich schätze, heute kann ich wieder den Wahnsinnigen geben. Okay, dann müssen wir den Kommandanten retten. Dann holen wir uns den noch schnell. Das ist für den Papa kein Problem. Spring, mein Hüttehü.
Gideon? Wenn ich dich finde, weide ich dich aus. Boah, nee. Juda, halt! Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Was? Alter Schwede, willst du mich verarschen? Aber den kriegen wir, glaube ich. Den können wir knacken. Der Einschlag, ey. Also, das ist so ein Elite-Gegner oder sowas. Oder ist es bloß, weil der halt die 4 Level über mir ist? Heftiger Scheiß. Okay, dann gehen wir nochmal da rein. Wo bist du? Wo? Hey, wer fällt? Los, geh! Hab Dank! Wer bist du, dass du so offen Soldaten angreifst? Möchte ich noch eskortieren, ich krieg Vogel! Ich bin Bayek von Siva. Ich fürchte ein schlafendes Ägypten viel mehr. Der irre Sivana, ich hab von dir gehört. Du hast alleine in der Arena gekämpft wie ein Wahnsinniger. Neck! Die Ptolemäer haben keine Chance, wenn du auf unserer Seite bist. Und ich werde euch auf meiner Seite brauchen. Deine Zeit hält, um auf ein paar Gedärme rauszureißen. Stirb! Der Adler hat die Tollwut! Wusa? Ich hoffe mal, dass das Ding gespeichert ist, dass ich den raus eskortieren kann. Och nee. Wir müssen weiter. Hinset hat Aries. Oh. Ah, warte mal. Ist da der. Warte mal, der ist raus. Okay. Das heißt, ich muss den Weg hier frei machen.
Kann ich den jetzt nicht hier Attentaten? Jetzt muss ich vorsichtig sein. Okidoki. Was? Oh nee, was ist denn hier los? Hey, du kannst nicht fliehen. Los, geh! Hab Dank! Wer bist du, dass du so offen Soldaten angreifst? Fürchtest du nicht, die Griechen zu wecken? Ich bin jetzt wieder hier oben. Ich fürchte ein schlafendes Ägypten viel mehr. Der irre Sivana. Ich hab von dir gehört. Du hast alleine in der Arena gekämpft wie ein Wahnsinniger. Neck! Die Ptolemäer haben keine Chance, wenn du auf unserer Seite bist. Und ich werde euch auf meiner Seite brauchen. Alter, da ist noch einer. Du bist kein Gegner. Du hättest fliehen sollen, als du noch konntest. Okay, Leute, ich glaube, wir machen jetzt hier anstelle einen Cut und ich schaue, dass ich den irgendwie da rausbekomme. Ich habe aber keinen Plan wie, Leute. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal und ich hoffe, in der nächsten Folge fällen wir nicht so. Gut, bis dahin. Ciao, ciao.